Jo, was geht YouTube? Freigeist TV wieder am Start. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf schwer passend skillen solltet. Ich habe es mehrfach durchgespielt und musste leider feststellen, dass leicht, ultra leicht mit Sternchen ist. Normal ist da irgendwie extrem leicht und schwer ist schon wiederum eine kleine Herausforderung. Und es wäre doch viel zu schade, wenn ihr auf leicht das Spiel durchspielt. Man will ja nur einen kleinen Nervengipfel haben. So, und in diesem Video zeige ich euch dann dementsprechend, wie ihr es auf dem Modus schwer doch nicht so schwer habt. Und sollte euch das dann zum Schluss alles gefallen haben, würde ich mich natürlich um einen Daumen nach oben freuen und einen kostenlosen Abo. So, genug gelabert, es geht los. So, ich zeige euch jetzt mal ein paar Fertigkeiten, die ihr unbedingt skillen sollt, aus dem Grund, weil nur Schleichen bringt es in diesem Spiel nicht. Es gibt sehr, sehr viele Szenen, da seid ihr quasi gezwungen zu kämpfen. Und ihr habt auch teilweise Gegner, die schießen mit Silbermunition und Wolf und Silber verträgt sich nicht, das lernt ihr auch am Anfang des Spiels. Daher kann ich euch diese Skillung echt nur ans Herz legen, was extrem wichtig ist. Was ihr als erstes skillen solltet. Als allererstes sehr wichtig, spirituelle Verbindung. Der Lupus erkennt entfernte Geister problemlos mit der Penumbra-Vision. Was ist damit gemeint mit Geistern? Ihr könnt während des Spiels immer mal so Geister entdecken. Und diese Geister geben euch Geisterpunkte. Und mit diesen Geisterpunkten könnt ihr dann quasi auch hier skillen. Deswegen nehmt diesen Skill als allererstes, denn wenn ihr das geskillt habt, könnt ihr in diesen Modus reingehen. Bei der PlayStation ist das L1 und dann seht ihr viel schneller auf der Map die Geisterpunkte. Wenn ihr nichts macht, nur diesen Modus aktiviert und euch nicht bewegt, erscheinen dann weiße dicke Punkte auf der Map. Das sind dann quasi diese Geisterpunkte, wo ihr hingehen könnt. Und dementsprechend sammelt ihr sie ein und könnt dann schneller skillen. Als nächstes empfehle ich euch im Bereich Kampf diese drei zu skillen. Aus dem Grund, weil, wie ich gerade schon angesprochen habe, ihr habt Gegner, die schießen mit Silbermunition. Und wenn sie euch treffen, dann kriegt ihr so einen grauen Balken. Und diesen grauen Balken könnt ihr irgendwann gar nicht mehr heilen. Und wenn ihr dann Gegner hattet, das die ganze Zeit auf euch geschossen haben mit Silbermunition, dann habt ihr irgendwann nur noch die Hälfte eurer Energie, heilt euch dementsprechend auch nur bis zur Hälfte eurer Energie. Und es wird dann extrem schwer, weil ich persönlich habe auf schwer gespielt. Und auf schwer ist schon schwer. Auf normal finde ich ein bisschen easy, aber auf schwer ist schon schwer und es soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Ja, deswegen skillt als erstes Regenerations-Meta-Abolismus. Nach einer Heilung stellt der Krynos nun zusätzliche Gesundheit wieder her, wenn er Feinde trifft. Sehr, sehr nice. Danach habe ich geskillt Wilde Stärke. Der Krynos verfügt nun über zusätzliche Gesundheit. Bei einer Heilung werden Feinde nun zurückgeworfen. Also ganz im Ernst, irgendwann sind da so viele Gegner, ne? Je mehr Heilung ihr habt, desto besser. Also auf schwer war es teilweise echt schon übel. Bin gefühlte 1000 Mal gestorben. Und hätte ich diese Heilung nicht gehabt, ich wäre echt am Arsch gewesen. Ganz ehrlich. Ganz am Anfang habe ich auch erstmal hier dieses Kampfsystem gemacht. Beziehungsweise versucht, habe aber dann irgendwann gemerkt, es bringt nichts. Und dann bin ich auf diese Skillung gegangen. Bombe. Da war das schwer doch nicht mehr so schwer. Aber es war sehr hilfreich. So, und jetzt kommt's. The final point, was extrem wichtig ist, finde ich natürlich, ist das hier. Silberreinigung. Der Krynos kann nun von Silber verursachte Wunden teilweise heilen. Bombe. Bombe. Weil irgendwann kommen tatsächlich Gegner, das sind mehrere Flugobjekte, mehrere Fußsoldaten, die mit Silber auf euch schießen. Und ohne diesen Ding seid ihr am Arsch. Da seid ihr echt verloren. Ehrlich. So, als nächstes bei der Raserei. Auch wieder Heilung. Schub der Weberin.
Bei der Aktivierung von Raserei wird eine automatische, kostenlose Heilung ausgelöst. Da haben wir es wieder. Heilung, Bombe. Und darunter Fleischeslust. Wird Feinden während Raserei Schaden zugefügt, heilt dies den Krynos. Perfekt. Perfekt. Und das war's eigentlich von der Skillung, was ihr unbedingt als erstes machen solltet, wenn ihr auf schwer spielt. Denn wenn man solche Spiele spielt, braucht man auch eine gewisse Herausforderung. Und deswegen spielt man auf schwer. Easy ist zu easy. Also easy ist für mich ultra leicht mit Sternchen. Normal ist mehr so Richtung leicht. Und schwer ist schon schwer. Nach dieser Skillung könnt ihr hier oben als nächstes Laufender Jäger aktivieren. Wenn du Feinde ausschaltest, erhöht sich nun der Zornzugewinn noch mehr. Und in diesem Spiel ist Zorn natürlich extrem wichtig. Je mehr Zorn ihr habt, desto mehr Fähigkeiten könnt ihr machen. Je mehr Zorn ihr habt, desto schneller könnt ihr euch heilen. Je mehr Zorn ihr habt, desto zorniger könnt ihr abgehen. Sollte euch das alles gefallen haben, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt. Ein kostenloses Abo. Und ja, das war's. Wir sehen uns das nächste Mal. Freigeist TV ist raus.